Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Match Attacks Premier League Saison 2017-2018. Die zweite Megatin, die Game Changers. So, erklären brauche ich jetzt nicht mehr viel, denke ich mal. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, schaut euch das einfach nochmal an. Ist die Megatin mit den Defensive Heroes drin. Und deswegen machen wir jetzt einfach mit der zweiten weiter. Und schauen, was wir hier so drin haben und was die Limited Edition Card diesmal ist. Man ist eben in jeder Box mit Game Changers ist dieselbe Linie drin, aber ich weiß trotzdem nicht auswendig, welche Linie in welcher Dose drin ist. So, legen wir die hier nebenhin und schauen uns erstmal wieder die Base Cards und die Power Cards an. So, da hätten wir N'Golo Kanté als Powerhouse. So, dann hätten wir Jorginho Wijnaldum als Allrounder. Mesut Özil Passmaster. Speed King Demaray Gray. Allrounder Victor Moses. Die normalen Base Cards: Philippe Coutinho, Sead Kolasinac, César Azpilicueta, Heung-min Son, Ryan Bertrand, Ruben Loftus-Cheek, Lukas Fabianski, Anthony Martial, Winston Reed, Riyad Mahrez, Mame Diouf, Tyrone Mings, Scott Arfield, Miguel Britos, Matt Ritchie, Isaiah Brown, Matthew Lote, Laurent Depoitre, José Izquierdo, Jorrelo Gomez, Simon Francis, Gregor Krychowiak, Pablo Zabaleta, Matty James, Marcus Rashford, Tom Davis, Maya Yoshida, Wayne Hennessy, Kieran Trippier, Kevin De Bruyne, Alberto Moreno und Danny Welbeck. Dann Club-Logo Southampton, Club-Logo Bournemouth, dann ein Star-Player Olivier Giroud, Star-Player Wayne Rooney, Man of the Match Jan Vertonghen, Man of the Match Raheem Sterling und Club 100 David De Gea. Den habe ich zwar schon, aber wie gesagt, David De Gea ist, glaube ich, aktuell mein Lieblingsspieler aus der Premier League. Saugeil, saugeil. Das freut mich. So, dann noch die Limi und die Game Changers. So, die Limi ist Javier Hernandez, Gold Limited Edition LE7G. Ah, okay, haben eine andere Färbung, die sind jetzt orange gehalten. Die Game Changers: Demaray Gray, Aaron Moy, John Walters, dann haben wir die Codekarte von Hernandez, Glenn Murray, Xherdan Shaqiri, Ander Herrera, Jay Rodriguez, Kevin Miralas, Wilfried Zaha, Olivier Giroud, Ryan Fraser, Leroy Sané, Mohamed Salah, Heung-min Son und Tommy Abraham. Das sind die 15 Game Changer der Premier League. So, das war jetzt, glaube ich, mal die schnellste Megatin bisher auf meinem Kanal, die ich ausgepackt habe. Aber ich wollte durch die Base Cards eigentlich schnell durchgehen, weil da fehlen ja nicht mehr ganz so viele. Interessant sind ja wirklich die Power Karten und natürlich die 15 Game Changer in dem Fall. Und natürlich die Club 100 Karte. Also bis jetzt war in beiden Megatins jeweils eine Club 100 drin. Gucken wir, in den letzten beiden auch noch eine drin ist. Was uns auf jeden Fall noch fehlt, ist die Club 101. Ich glaube, das war Dele Alli, war das, glaube ich, diesmal. Diese Saison. Mal gucken, ob wir den finden. Vielleicht ja zum Schluss, zur Not im Display. Mal gucken. Wäre natürlich cool, wenn wir den wenigstens noch kriegen würden. Weil das macht das Tauschen dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Okay. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und ansonsten danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!
Ciao.